Das ist er nun. Der Zillergrund-Stausee. Umgeben von hohen Bergen, die teilweise bis knapp an die 3000 Meter Marke gehen. Zu sehen, der Schnee oben auf den Bergspitzen. Auch hier noch einmal deutlich sichtbar oben der Schnee. Und wir drehen uns jetzt ganz rum und sehen jetzt ein Stückchen von der Staumauer. Stürzt das Wasser sozusagen wieder mal vom Berge herab. Da sieht man auch den Weg, den Wanderweg, den ich jetzt laufen muss. Nicht der hier unten, sondern nein, der hier oben. Ja. So, und hier sehen wir jetzt mal die gesamte Staumauer. Ah, hier tropft es richtig schön von den Wänden runter. Das ganze Wasser sammelt sich dann hier in dem kleinen Flusslauf. Niedlich, ne? Hier sieht man, wie es tropft. Immer weiter geht wieder die kleine Wanderung. Hier kommen wir zum nächsten Wasserfall, der von oben hinab, naja, hinabläuft. Da kommt er. So, da ist eine kleine Markierung, seht ihr das da? Da hinten da, da muss ich durch. Da geht der Weg weiter. Das ist so die Landschaft, die sich da so an dem Stausee befindet.
Bäumchen gar nicht mehr allzu hoch. Naja, wir sind ja auch schon ziemlich hoch. Gucken wir nochmal rüber zu diesen riesigen Bergen. So, hier befinde ich mich an einem sogenannten Magnerblick. Der Magnerblick ist dieser. So, jetzt bin ich angekommen am sogenannten Plaunerhüttelblick, das Bankerl. Das ist das hier und dann kann man richtig schön verweilen und nach dahin schauen. Hier tropft es wieder. Kommen wir zum nächsten Rastpunkt, hier heißt es Bankerl zum Genießen. Ja, und gar nicht weit weg von der Genießenbank kommt das schaffe ich noch Bankerl. Na gut, und das ist der Blick. Und das ist der Wanderweg, der geht jetzt hier ein bisschen runter. Immer dran denken, ich muss den Weg wieder zurück. Die nächste Bank hat auch wieder einen sehr lustigen Namen. Ganz einfach, setz die nieder. Machen wir noch nicht, wir müssen noch weiter. Wieder ein toller Wasserfall. Etwas kleiner. Oh, sieht auch gut aus. Hallo. So, hier sind wir an einer Grenze angekommen. Entweder wir gehen den Weg hier runter weiter, den hier unten, oder wir gehen den Weg hier hoch weiter. Einmal ist es sozusagen die Hohenalm, wäre noch 40 Minuten von hier, oder wir gehen noch ein Stückchen höher von der Plaunerhütte. So, also diese Hohenalm oder Hohenaualm, die ist 1600 Meter hoch. Und der Plauische Hof oder die Plaunerhütte, wo wir eigentlich hinwollen, die ist nämlich 2364 Meter hoch. Gut, also nach unten wären es noch 40 Minuten, nach oben eine Stunde und eine Viertelstunde. Das Ganze muss ich ja wieder zurück. Deswegen nennt sich dieses Bänkchen, worauf ich jetzt sitze, Bankerl der Entscheidung. Ist das nicht goldig? Ja, ich entscheide mich aber wahrscheinlich dann doch für diesen Weg. Ne? Also, kommt da noch mit, jo, ne? Habt noch Lust. Es geht los. So, dies hier, das ist eine Ehrentafel zu Ehren der Gefallenen im Weltkrieg. So, jetzt wurde die Wanderung doch noch ein bisschen interessanter. Jetzt geht es wieder über Stock und Stein. Ui, ui. Na gut. Hier geht's jetzt hoch. Aber je höher, umso besser, interessanter wird die Aussicht. Hier rechts, ganz hinten, da
da Tunnel zu sehen, wo wir wieder hin müssen. Und hier, wo die gerade die Fahrradfahrer kommen, ist der Weg. Bis hierher. Hervorragend. Die grüne Farbe des Wassers. Oh, anstrengend bis jetzt. Jetzt kleine Herausforderung an das Kletterkönnen. Also hier diesen Weg. Bisschen Rutsch ist er, aber man kann sich ja hier an diesem Geländer gut festhalten. So, dann nehme ich euch mal mit. Gucken mal, ob das funktioniert. Jetzt hier hoch. Ups. Ha. Klasse. Und immer weiter geht's. Da muss man schon ein bisschen aufpassen jetzt. Huch. Ja. So, hier drüber. Es wackelt ganz schön. Man muss aufpassen, aber wenn man Glück hat, schafft man's. Nochmal zurückgucken. So sieht's aus. Tolle Sache. Und im Hintergrund wieder die Stauseemauer mit dem Stausee. Das wird ja immer steinischer. Ist ja kaum noch ein Weg da. Mann, jetzt muss ich hier wirklich komplett über die Steine klettern hier. Geht's hier hoch wieder? Wieder Kunsttreppen an? Nee, das sind Naturtreppen, ne? Das sind einfach Steine, die hingelegt wurden. Ah, hier mal was anderes. Mal was zum Balancieren. Na dann los. Leute, ihr wisst gar nicht, wie schön das ist. Hier gerade rüber, in dem Felsspalt, kann man sehen, wie von ganz oben, von der letzten Schneeschmelze, noch ein bisschen Wasser hier runter tröpfelt. Ja, zur Tauzeit ist das bestimmt ein reißender Bach. Mann, heute ist das hier schön. Dann haben wir noch dieses herrliche Wetter dazu. Weiter oben auf dem Berg. Schnee. Boah, ist das anstrengend. Aber es geht weiter. Weiter wieder über Stock und Stein. Wenn mich nicht alles irrt, hier oben geht der Weg weiter. Der wird ja immer steiler. Letztendlich, da oben, könnt ihr sie sehen, ist die Hütte. Dort will ich hin. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Weil der Weg geht ja jetzt hier nochmal kreuz und quer, rüber und über. Na, Prost Mahlzeit. Vielleicht müssen wir umkehren. Es wird immer schöner. Es gibt wirklich nichts Schöneres als vorne grün, die Bäumchen, die wirklich klein bleiben, nicht größer werden. Dann der Berg, in der Sonne liegend, schneebedeckt und blauer Himmel. Da muss ich drüber. Seht ihr die kleine Brücke?
So, hier geht der Wanderweg weiter, aber diese Steine, die hier liegen, das ist eigentlich gar nicht der Wanderweg. Denn wir gucken mal nach oben. Da oben sind sie abgebröckelt und sind hier runtergeknallt und haben jetzt praktisch hier auf dem Weg nach unten regelrecht den Original-Wanderweg gesperrt. Aber die Steinchen liegen so günstig, dass man hier im Prinzip noch ohne größeren Schaden drüber kommt. Naja, und wie jedes Jahr gibt es natürlich wieder Heidelbeerchen, ganz klar. Mitten am Weg dieses Türchen. Gut, da müssen wir mal gucken, ob sie uns reinlassen oder nicht. Schauen wir mal. Tatsächlich, es funktioniert. Gehen wir mal durch. So, ich befinde mich jetzt direkt auf der Brücke und habe diesen herrlichen Blick vor mir. Und das Ganze von der anderen Seite, ganz unten, erkennt man so leicht grünlich nochmal den Stausee. So, da gucken wir uns mal in aller Ruhe nochmal diese fantastische Gegend an. Vorne den See der Talsperre, im Hintergrund die schneebedeckten Berge. Dann hören wir das Rauschen des Wasserfalls. Und hier der grün bewachsene Berg. Es wird immer höher. Und gehen dann rüber zu dieser wunderschönen Gletscheraussicht. So, der Wanderweg geht jetzt hier weiter. Immer steinischer, leicht bergauf. Hier geht's weiter. Zu meiner heutigen ersten Wanderung gibt es eine klitzekleine Änderung. Also ich habe es aufgegeben, bis zu dem Plauscher Hof da hoch zu klettern, in 2200 Meter. Ich gehe jetzt zurück, weil ich werde noch wunderschön essen. Und zwar da hinten, in dieser Hütte da. Da wartet ein leckeres Essen auf mich. Und danach muss ich auch mit dem Bus wieder runterfahren. Ins Zillertal, ne? Also vom Zillergrund ins Zillertal. Deswegen diese kleine Planänderung. Das heißt, wir gehen jetzt wieder Richtung Staumauer zurück. Wenn man tiefer geht, jetzt diese Reise. Dieser Wanderweg führt also jetzt auch schön hier rum, hier runter. Und dazu kommen wir immer wieder näher ans Wasser. Da überlegt man sich mal so bei diesem herrlichen Wetter auch mal richtig schön reinzuspringen. In dieses herrliche grüne Wasser. Türkis. Guck mal, da unten ist sogar so ein Stückchen Strand. Hier das Weiße. Herrlich. Vielleicht komme ich bis daran. Ich versuche es einfach mal. Niedlich. Da könnte ich ja mal gucken, ob ich einen Stein finde für den Roman. Der hat sich ja einen Stein für sein Aquarium gewünscht. Warte mal, da ist vielleicht das hier was. Der hier. Nee. Ich glaube, der ist zu schwer. Oder? Oh Mann, guck mal, hier, siehst du das? Das kleine Ding hier, guck mal. Das wäre doch ideal. Wäre das nicht ein Steinchen für dein Aquarium? Naja, vielleicht doch zu klein, was? Ich muss weitersuchen.
Tja, ein Nachteil hat die ganze Wanderung leider auf sich. Mein Spazierschirm hat sich verabschiedet. Tja, na dann, kann man nur eins sagen. Gehabt dich wohl. Immer schneller komme ich jetzt wieder nach unten auf den Weg, der mich zurückführt zur Staumauer, dort, wo auch der Bus wieder abfährt. Denn wenn ich den verpasse, es ist zu spät, dann muss ich hier oben irgendwie bleiben. Gibt aber genügend Hotel, also Unterkunftsmöglichkeiten. Noch auf den Strand, auf den ich vor uns wollte. Ich glaube, es ist dann doch kein Strand, das ist doch mehr steil abgehend. Ah ja, wir beobachten mal die Sache. Ich komme immer tiefer wieder ans Ziel. Jetzt geht es hier durch, also hier durch diesen kleinen, ja, durch das kleine Wäldchen, würde ich mal sagen, geht es direkt runter. Und da ja ich ja meinen Begleiter zum Spazieren nun leider heute verloren habe, wird der Abstieg ganz schön schwierig. Also jetzt geht es hier da in dieses, na hier ist in dieses Loch, geht es jetzt rein. Zum Abschluss dieser Kletterei von da oben immer wieder über Stock und über Stein und zum Schluss dann hier diese wirklich sehr schwierige Begehung des Weges ohne meinen Begleiter, den Spazierstock. Hurra, hurra, alles richtig gemacht, denn ich bin wieder angekommen auf dem Weg, der mich zurückführt zum Bus. Diese Spitze, die da rausguckt. Und immer wieder hast du hier kleine Bächlein, die herunterkommen. Niedlich. Wenn man Durst hat, unter anderem die Möglichkeit, da mal schnell was zu trinken. Oder hier zum Beispiel. Ganz klares Wasser. Ja, und jetzt hören wir schon im Hintergrund den großen Wasserfall. Da ist nun das gute Stück. So, dies nur hier ist die kleine Hütte, die kleine Vorratshütte. Also bis hierhin kann man mit dem Auto fahren, bis vor die Hütten. Und hier ist so eine kleine Seilbahn. Ne? Da wird alles in den Korb geladen und das Ganze geht dann hier hoch. Gucken wir mal, sehen hier diese schwarzen Dinger. Wie so eine Art Lift ist das. Bis dort rauf, dann zu der Alm, um die dort zu beliefern. Anders kommt man dort nicht hin. Das Kuriose, bitteschön, wenn man mal hier auf dieses Schild guckt, was hier steht, mal genau hingucken. Also es ist kein Scheißhäuser. Ach, das ist immer wieder schön, ne? Das Wasser hier so von den Bergen runter tropft hier, so runterläuft. Herrlich. Cool. Mal ein wunderbarer Blick hier auf den Wasserfall und natürlich hier oben diese Berge.
Ja, und dort sieht man wieder das kleine, dunkle Löchlein. Dort muss ich durch. Das ist jetzt der Tunnel, der zum Bus führt. Da. Hier ist es. So, genießen wir jetzt nochmal diesen herrlichen Blick, wie die Sonne so auf diese nassen Steine scheint, wie es strahlt. So, hier endet sie nun, die Wanderung um den Zillertaler, Zillergrund, so heißt es, den Zillergrunder Stausee. Jetzt gibt es was Leckeres zu essen hier, tolle Auswahl. Dazu muss ich aber Treppen steigen. Und zwar diese hier, die Treppen des Lebens. Mal noch ein anderer Blick. Von der Staumauer. Ja, Leute, das war's gewesen. Das war die erste Wanderung im Jahre 2020. Das ging diesmal auf eine Höhe von, mit dem Bus sind wir gefahren auf 1600 Meter. Wie gesagt, dann die Wanderung dort durch die Berge. Fast 2000 Meter war ich hoch. Das war der Zillergrund, also nicht das Zillertal, sondern Zillergrund. Schöne Wanderung, danke schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt dran, gleich geht's weiter, da gibt es noch ein paar Bilder. Ja, also und morgen oder die nächsten Tage, Teil 2. Und jetzt Bilder.